die Aufseherin von Bergen-Belsen. Frauen der SS. Ich, die SS-Aufseherin Hertha Bothe, bin seit dem 1. März 1945 im KL Bergen-Belsen. Jetzt muss sie ihren Opfern in die Augen sehen. Erstmal wurden das auf Autos raufgetragen, die Leichen. Und wir oben drauf. Und dann wurden wir ein paar Mal durchs Lager gefahren. Und da haben die ehemaligen Häftlinge uns beschmissen mit was weiß ich mit was. Und dann wurde man bei der Kuhle abgesetzt. Und dann mussten wir die Leichen in der Kuhle schmeißen. Na, das Gesicht, das war schon so, also nur Knochen. Dass eben nur, dass vielleicht nur die Haut drauf war, aber beide nichts. Und die Finger, die waren, als wenn sie fürchterlich lang waren. Und die Arme so dünn. Und wenn man anfasst, dann riss das alles schon kaputt. Wenn man hier anfasst, dann riss, machte das hier oben schon knacken und was aus. Wieso einen Fehler gemacht? Nö. Weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Habe ich einen Fehler gemacht? Nö. Der Fehler ist schon, dass ich das KZ war. Aber ich musste hier rein, sonst wäre ich selber reingekommen. Das war mein Fehler. In einer Hinsicht.